Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sirke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sirke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Ja, wir haben hier jetzt ein ganz anderes Menü. Posteingang. Danke, dass du mich so überaus detailliert ins Bild gesetzt hast. Jetzt werde ich bestimmt wieder besser schlafen. Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Oh Gott. Wir sind nur zu dritt und wir versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Ganz ehrlich, musste so ein Schwachsinn jetzt auch noch in so ein Spiel reingebracht werden? Ich meine, wir wissen ja alle, wie ungefährlich Covid ist. Nichts davon klingt gut in meinen Ohren, Laia. Und dass du kein Telefon benutzen willst, macht die Sache auch nicht besser. Du hast meine Nummer. Ich schlage also vor, du rufst mich an. Und nein, ich werde unseren Eltern keine Grüße von dir ausrichten, wenn du das... Denn das würde eine Flut von Fragen auslösen, die ich nicht beantworten kann. Ups. Wenn Vater erfährt, dass du nicht länger für Abstergo arbeitest, würde ihm das Herz brechen. Er spricht pausenlos davon, dass seine Tochter eine hochbegabte Neurowissenschaftlerin ist. Der Mann hat nicht die geringste Ahnung von dem, was du tust oder getan hast. Und dennoch ist er stolz auf dich. Und ich werde nicht diejenige sein, derjenige sein, der ihm das nimmt. Ach, ist es Covid und dieser ganze Schwachsinn? Verzeih mir, kurze E-Mail. Also, da ich sowieso hier überall nur Covid lese, gucke ich mir den Posteingang schon mal nicht mehr an. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. So. Laila, da du dich gerade in England herumtreibst, dachten Bex und ich, du würdest vielleicht gern nach ein paar Dingen Ausschau halten. Bruderschaftshäuser der Assassinen. Oder genauer gesagt, der Verborgenen. Sie operierten zwischen 100 und etwa 430 UZ, also unseres Zeitalters, glaube ich, heißt das, im römisch besetzten Britannien. Niemand weiß, warum sie verschwanden, nur dass dies ungefähr mit dem Exodus der Römer aus Britannien zusammenfiel. Hatte ihr Verschwinden etwas mit der Rückzug der Weltmacht zu tun? War ihre Mission erfüllt oder haben sie nur die Hoffnung verloren? Man kann es nicht sicher wissen, aber wir wissen, dass es mehrere Jahrhunderte vor der Rückkehr der Verborgenen auf der Insel geschah. Kann sein, dass Basim und Haitham die ersten seit einem halben Jahrhundert sind. Glaubt man unseren Archiven, gab es während der römischen Periode in England 6 Hauptbruderschaftshäuser. Leicestershire, London, Winchester, York, Essex und, oh Gott, Gloucestershire oder so. Das sind nicht die sächsischen Namen, du musst also zwischen den Zeilen lesen. Animus Anomalien. Bex ist auf ungefähr 10 von ihnen gestoßen, die in der Simulation eingebettet waren. Es handelt sich um dichte Datencluster, die deine Fähigkeit, dich durch Ivors Erinnerungen zu bewegen, einschränken könnten. Sei bitte vorsichtig, wir wissen nicht, wie sie reagieren, wenn du zu nahe kommst. Sie könnten harmlos sein, sie könnten dir den Schädel einschlagen oder deinen Verstand löschen, schwer zu sagen. Besser, du gehst auf Nummer sicher. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Edensplitter. Wir wissen von keinen ISO-Artefakten, nach denen du im Speziellen suchen solltest. Aber sie sind da draußen und in dieser Zeit werden sie häufig in Legenden oder nordischen und sächsischen Sagas erwähnt. Also halte Augen und Ohren offen. Vor allem in der Gegend um Stonehenge. Ich meine, wie könnte das keine Stätte der ISO sein? Okay, Sitzungsbericht. Einleitung. Der Wandel des Ordens der Ältesten hin zu den Templern, wie wir sie heute kennen, wurde in unseren Kreisen schon immer heftig diskutiert.
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Templer über dieses Wissen verfügen, doch bis zum heutigen Tag gibt es keine historischen Belege dafür. Bis auf einige Ausnahmen gründete sich die vorhandene, wenig umfangreiche Datenlage auf öffentliche, zugängliche Aufzeichnungen. Nach allgemeinem Verständnis liegen die Ursprünge der Tempelritter im Jahr 1119, was zusammenfällt mit den ersten öffentlichen Auftritten der Templer. Laut unseren Aufzeichnungen gab es aber bereits 2 Jahrhunderte früher Templeragenten. In einem schwer beschädigten Dokument, dem Assassinenvertrag, der Mitte des 11. Jahrhunderts in der Nomadie verfasst wurde, nutzt der Autor bereits den Begriff Templer. In einem Brief, datiert auf das Jahr 978, unterzeichnet von einem der Verborgenen aus dem heutigen Dorset, ist die Rede von einem Templer-Spion. Ich glaube, ich habe gerade eine Fliege verschluckt, Entschuldigung. Innerhalb der Bruderschaft. Ich muss mal kurz was trinken. Wir können also davon ausgehen, dass der Templerorden als solcher und unabhängig vom Orden der Ältesten bereits Mitte des 10. Jahrhunderts existiert haben dürfte. Um unser Wissen über das dunkle Zeitalter zu erweitern, erklärte sich einer unserer Agenten bereit, seine genetischen Erinnerungen nach Hinweisen zu diesen jahrhundertealten Rätseln zu durchsuchen. Leider wurden dabei keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Sean Hastings begann die erste seiner 7 Sitzungen am 5. Oktober 2014. Im Lauf der folgenden 3 Wochen untersuchte er verschiedene matrilineale und patrilineale Genstränge auf mögliche Assassinen und oder Templer. Er konzentrierte sich dabei auf das 9., 10. und 11. Jahrhundert. Seine Versuche blieben ohne Ergebnis. Im Folgenden wird ein Vorfahr festgestellt, der für das Unterfangen von geringem Interesse ist, allerdings durch seinen einzigartigen Werdegang hervorsticht. Alcred Thorvaldsen oder so war ein Jüte, der sich im frühen 9. Jahrhundert vom heutigen Dänemark aus auf eine Schiffsreise begab. Er hatte eine Holzplanke bei sich, auf der eine Karte eingeritzt war, die den angeblichen Fundort von Thors Hammer offenbarte. Ulrik gelangte bis nach Stavanger. Dort geriet er mit einem machtvollen Clan aneinander. Er unterlag in der Schlacht und wurde versklavt. 10 Jahre später gelang ihm die Flucht aus der Gefangenschaft und er kehrte nach Jütland zurück, wo er heiratete und sich niederließ. Was mit Ulriks Karte geschah, ist nicht bekannt und die Existenz von Thors Hammer, bei dem es sich mit Sicherheit um ein Artefakt der Vorläufer handelt, bleibt daher unbestätigt. Ulriks Nachfahren segelten nach den Eroberungszügen der Nordleute nach England und ließen sich in Loughborough im heutigen Leicestershire nieder. Unserer Testperson ist dabei die Ironie nicht entgangen, dass ein Mann namens Hastings kein nutzbringendes genetisches Material zur normannischen Invasion Englands im Jahre 1066 besitzt. Seiner guten Laune und seinem Humor hat das keinen Abbruch getan. Er fragt, ob er nicht als nächstes die Erinnerung seines Großvaters durchleben könnte, um, wie er sagt, den Nazis eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Okay, jetzt haben wir hier auch noch Medien. Oh je. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Okay, das war auf jeden Fall die Stimme von diesem einen. Der hatte die Stimme von dem, von die Mumie. Das war der eine von den Assassinen da. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltung von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein.
Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal. Laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbünden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden, aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist Deontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch, schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich... Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Ja, wahre Worte. Das erinnert mich sehr, sehr an Deutschland. Vor allen Dingen gerade an diese beschissene Politik, die gerade hier läuft. Moment, ich stell das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt.
Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sickereffekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter. Wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISO-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gottverdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß. Aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISU-Erinnerungen hochgekommen? ISU-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest das gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISO verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Okay, die Boten. Oh nein, wieder alles Doktor-Teilen. Rebecca, bevor wir uns treffen, musst du dir das ansehen. Ich habe die Aufzeichnungen aus meiner Zeit mit Bayek noch einmal durchgesehen und bin auf ein paar alte Notizen gestoßen. In den Jahren, in denen das Ägypten der Kleopatra erkundete, fand ich 6 ISO-Tempel. Jeder enthielt eine ISO-Botschaft, offenbar bestimmt für jemanden, der genetische Erinnerungen lesen kann. Ich war die Glückliche. Ich glaube nicht, dass sie für Bayek selbst bestimmt waren, denn er schien sie gar nicht wahrzunehmen. Sie könnten so kodiert worden sein, dass nur jemand mit einem Animus sie lesen kann. Es ist nun schon ein paar Jahre her, seit ich diese Botschaften hörte.
Aber meine damals gemachten Notizen sprechen eine klare Sprache, der ich vertraue. Das könnte etwas mit all dem zu tun haben. Ich weiß es nicht. Manchmal überschreite ich die Grenzen meiner Kompetenz. Ich bin enthusiastisch, liege aber auch oft falsch. Sag Bescheid, wenn dir noch etwas anderes auffällt. Laila. Botschaft 1, Auszug. Etliche Realitätsschichten, die miteinander verschwimmen. Was ist real, was nicht? Was, wenn gar nichts real ist, wenn alles eine Lüge ist? Wir ließen tausende Simulationen durchlaufen, auf der Suche nach der richtigen Version nach Desmond. Alle fühlten sich real an, sehr real. Aber es gibt keine Gewissheit. Wir sind nie ganz sicher. Alles kann simuliert werden. Und die Antwort zu erkennen könnte zur Ausradierung führen. Man sagt ja im Spott, der Leitspruch der Assassinen sei, nichts ist wahr. Mögen wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen, um die Welt, das Universum, die Realität, was auch immer, zu deuten. So ist sie dennoch da draußen. Daran glaube ich, simuliert oder nicht. Wir könnten uns ein Dutzend verschachtelter Simulationen vorstellen und jede von ihnen würde auf ihrer Ebene eine vollständige Realität erzeugen. Wolfram, bei allen Respekt Conway gegenüber, vertritt die Theorie, das Universum sei ein gigantischer zellularer Automat. Es gibt einen Punkt, an dem der Unterschied zwischen Realität und Simulation bedeutungslos wird. Wäre das Universum eine Simulation, was würde das für eine Rolle spielen? Die Simulation als Simulation selbst wäre real und deshalb wäre alles in ihr innerhalb der Grenzen der Simulation ebenfalls real. Nehmen wir an, ein Wissenschaftler könnte Schmerz erzeugen, indem er nur einige Neuronen reizt, aber keinen physischen Schmerz zufügt. Die Testperson sagt, ich habe Schmerzen. Der Wissenschaftler erwidert, nein, du glaubst nur, dass du Schmerzen hast. Das ist genauso sinnlos, wie zu sagen, ich dachte, du hättest Schmerzen, aber du hast dich getäuscht. Ja, es wird wohl heute eine hauptsächlich Vorlesefolge werden. Botschaft 2, Auszug. Wenig überraschend. Schließlich wurden euch Grenzen eingebaut. Und man kann nicht über das reden, was man nicht begreift. Der Code, Gleichungen, die das Leben definieren. Sie sind tief in jeden Stern, in jeden Staubkorn. Jede Sekunde, die vergeht, ist ein Wort, ein Symbol. Ein Teil einer komplexen und doch einfachen Sprache, die im Gefüge der Zeit selbst existiert. Er ist die eine Regel, die für uns alle gilt. Unveränderlich, unausweichlich. Was wir wissen, ist, dass die Menschen das Instrument einer älteren Spezies, der ISO, waren. Er liege nicht der Versuchung, sie als überlegen zu bezeichnen. Sie waren anders, für manche Aufgaben besser gerüstet, für andere schlechter. Über den Geist, der sie beseelte, können wir nur spekulieren. Aber das führt zu nichts. Wie fühlt es sich an, ein ISO zu sein? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Die Annahme, dass die ISO die Zeit lesen konnten, ist interessant. Aber heißt das zwangsläufig, dass die Menschen, würden sie über dieselbe Fähigkeit verfügen, die Zeit in derselben Weise lesen würden? Ob konstruiert oder Ergebnis der Evolution, oder ein bisschen von beiden, man kann nicht sagen, dass wir geschaffen wurden, um dieselben Ziele zu erreichen. Eine runde Scheibe wirkt von vorne wie ein Rad, von der Seite wie eine Fläche. Wie wir etwas einsetzen, entscheidet über seinen Wert und seinen vermeintlichen Zweck. Botschaft 3, Auszug. Bricht den Code. Bricht den Knoten. Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich unsere demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es. Unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker. Helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Der Leser hat keine Macht, er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Die Toba-Katastrophe, der Ausbruch eines Supervulkans, gepaart mit einem koronalen Massenauswurf, läutete das Ende der ISO ein. Sie veränderte das Angesicht der Erde und ließ den Sauerstoffgehalt der Erde sinken. Die ISO erholten sich nie davon. Nach unseren Schätzungen starben die letzten ISO nur etwa 100 Jahre später. Von diesem Punkt an übernahmen die Menschen, ihre Schöpfungen,
die Herrschaft. Diese Katastrophe kam nicht überraschend. ISO-Wissenschaftler wussten schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, um die drohende Gefahr und arbeiteten fieberhaft nach einer möglichen Lösung, um ihre Spezies zu retten. 6 Methoden haben sie ausprobiert, aber dank einer toxischen Mischung aus Selbstüberschätzung, politischen Richtungskämpfen und einer guten Portion Pech schlugen alle 6 fehl. Die letzte Methode war die vielversprechendste und fast schon einsatzbereit, als das Schicksal zuschlug. Es war die Methode, auf die Desmond Miles Zugriff, als er die Welt im Dezember 2012 vor einem zweiten verheerenden Sonnensturm bewahrte. Diese Stimme beklagt das vielschichtige Versagen ihrer Spezies, sich selbst zu retten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie haben, zusammen mit Desmond, uns gerettet. Der Erfolg kam verzögert. Dann diese Botschaft: Bricht den Code, bricht den Knoten. Eindringlich und äußerst rätselhaft. Botschaft 4, Auszug. Lineale es ist schlimm, wenn man das Wort kennt, aber nicht aussprechen kann. Kontinuität, so, ist eine Simulation mit Platz für Variationen. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel, kontinuierlich. Knoten sind statisch, permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder. Kannst du spüren, wie die Welle zusammenstürzt und versucht, Desmonds Akt des Widerstandes zu korrigieren? Der nächste Knoten bringt das Ende der Welt. Die Algorithmen lenken den Fluss der Möglichkeiten nun schon seit über 100 Jahren auf dieses Ziel hin. Die Welle kollabieren zu lassen. Das übersteigt meinen Horizont bei Weitem. Ich muss jemanden kontaktieren, der sich mit diesem Scheiß besser auskennt. Aber so viel scheint klar. Die Struktur der Raumzeit und des Universums sind so beschaffen, dass bestimmte Ereignisse oder Cluster von Ereignissen zwangsläufig eintreten. Ein Flaschenhals, durch den die Raumzeit fließt, und es ist nahezu unmöglich, ihm auszuweichen. Etwas an dieser Katastrophe, die Desmond im Jahr 2012 abgewendet hat, zwingt sie zurückzukehren, gleichgültig gegenüber unserer Angst und unserem Schmerz. Wie eine Gezeitenwelle, die sich über das Meer des Weltraums wälzt. Sie schlug einmal gegen den Deich und das hat sie für eine Weile gestoppt. Aber die See holt wieder zum Schlag aus. Und wieder und wieder und wieder. Das erklärt in gewisser Weise, was gerade um uns herum geschieht. Was wir dagegen unternehmen können, wissen wir deshalb aber noch nicht. Vor allem nicht aus dem Inneren des Animus heraus, einer Simulation innerhalb einer Simulation. Botschaft 5. Die Realität ist ein mathematisches Modell, das vom Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganz eigene Welt für dich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definiert Perspektive. Wir haben dich und deine Sinne so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Selbst wenn wir die Zeit plötzlich sehen könnten, wäre das keine Garantie dafür, dass unser Wahrnehmungsvermögen dem der ISO gleicht. Stellen wir uns die Zeit als eine Entität vor. Stellen wir uns vor, dass die Zeit eine wahrnehmbare Sache ist, genau wie das Licht eine wahrnehmbare Sache ist. Die Fähigkeit, diese Tatsache zu sehen, garantiert keineswegs, dass alle sie auf die gleiche Weise sehen. Es gibt Lebewesen auf dieser Erde, die das Licht völlig anders lesen als wir. Und zu gänzlich anderen Zwecken. Menschen sehen innerhalb eines hinlänglich bekannten Spektrums die Regenbogenfarben. Unser Farbsehsinn wird begrenzt durch die 3 Zapfen unserer Netzhaut. Nachtaktive Kreaturen verfügen über ein ganz anderes Spektrum und nutzen es zu anderen Zwecken. Um sich bei Nacht zu bewegen, zu jagen
oder zu lauern. Ihre Sehfähigkeit entwickelte sich schnell zu ihren Bedürfnissen und ist jetzt darauf beschränkt, genau wie unsere. Das Licht ist nur eine banale Sache, die von verschiedenen Spezies unterschiedlich genutzt wird. Wenn wir unterstellen, dass wir die Zeit lesen könnten, würde das gleichzeitig unterstellen, dass wir eine bestimmte Verwendung für die Zeit hätten. Botschaft 6. Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam. Und doch entstehen die größten Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Realität ist eine Simulation. Brich den Code. So entkommst du dem Unausweichlichen. Der Animus war der erste unbewusste Versuch der Menschheit, das Unsichtbare zu erklären, genetische Erinnerungen zu verstehen, die Vergangenheit zu sehen. Dein Animus ist anders wie auch der Geist, der ihn erdachte. Er könnte dem Code entkommen, diesen Sprung schaffen und eine Entscheidung ermöglichen, die sich der geltenden Ordnung widersetzt. Eine lächerliche Vorstellung. Ich könnte aus dem Animus heraus, also aus einer Simulation innerhalb dieser sogenannten Simulation, etwas an der Natur der Realität da draußen ändern. Sozusagen die Matrix. Aber ich glaube dennoch zu verstehen, was diese Stimme mir sagen will. Mein Animus besitzt die Fähigkeit, Alternativen für die Geschehnisse längst vergangener Zeiten vorzuschlagen. Ich kann für jeden beliebigen Moment extrapolieren, was gewesen sein könnte. Berechnungen der Zeit. Ich bin nicht beschränkt durch das, was war, sondern durch das, was hätte sein können. Ja, die Geschichte ist real. Fakten kann man nicht ignorieren. Aber ich kann innerhalb des Animus jeden Moment auswählen und eine Erinnerung befragen. Ich kann die Welt fragen, was wäre gewesen, wenn? Was, wenn Bayek und Aya zusammengeblieben wären? Was, wenn Kemu nicht ermordet worden wäre? Ich kann Hypothesen aufstellen und dabei zusehen, wie sie sich entfalten. Warum sollte ich das wollen? Für das Wissen, für ein besseres Verständnis davon, welche Tragödien vermieden wurden? Das bleibt abzuwarten. Ich bin in gewisser Weise der Leser der Berechnung. So wie die ISO in alten Zeiten. Vielleicht beherrsche ich dieses Talent eines Tages so gut, dass ich in die Zukunft blicken kann. Um Dinge vorherzusagen, zu korrigieren, zu vermeiden. Das wäre wenigstens etwas wert. Ich hoffe, der Rest ist nicht mehr so lang. Erworben von der Adlerfrau Cassandra. Ach, der kam mir direkt so bekannt vor. 2018. Vermutetes Herstellungsdatum spätes ISO Singularitätszeitalter 75.100 vor unserer Zeit bis 2200 ISO Zeitalter. Ah nee, das wäre dann 2200 ISO Zeitalter. Dieser Stab, einer von vielen ISO-Stäben, die wir kennen, ist vor allen Dingen ein Instrument der Medizin. Er kann in beispielloser Geschwindigkeit organisches Gewebe heilen, reparieren und verjüngen und ist dazu in der Lage, die Lebensspanne des Trägers weit über den Durchschnittswert von Mensch und ISO zu verlängern. Zudem kann er Lebewesen, die sich in kritischem Zustand befinden, wiederbeleben. Ob der Stab auch Tote wieder zum Leben erwecken kann, wurde bisher nicht überprüft. Angesichts seiner bekannten Eigenschaften ist dies jedoch unwahrscheinlich. Er liest und kopiert die DNA des Trägers, um in großem Maße perfekte Replikationen zu ermöglichen. Er kann fehlerhafte Kopien aufspüren und reparieren, solange der Träger direkten Kontakt zu ihm hat. Er wurde gelegentlich als Waffe eingesetzt, womöglich um Vorteil aus einer enormen Energie zu gewinnen, die aus dem drahtlosen Energiegitter der ISO gewinnt. Der Stab diente zudem als Behältnis oder Kanal für die Identität einer ISO namens Aletheia. Es ist nicht bekannt, ob es sich hierbei um das originale Bewusstsein von Aletheia oder um eine Simulation des Originals handelt. Die meisten Neurowissenschaftler würden allerdings sagen, dass es keinen Unterschied macht. Seit Beginn des Jahres 2019 hat die Wesenheit namens Aletheia keinen Versuch mehr unternommen, mit mir in Kontakt zu treten. Bislang bleibt meine Aufgabe als Erbin der Erinnerungen, wie Aletheia mich nannte, unklar. Bekannte Träger: Hermes Trismegistos, Pythagoras, Cassandra.
So, und das hoffentlich letzte. Da gibt es noch Bilder. Das sind wir, glaube ich. Das könnte hier die kleine Hütte sein. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was da passiert ist. Oh, die Nordlichter. Ich liebe es. Leider durfte ich sie noch nie im Original sehen. Was haben wir denn hier im Papierkorb? Ist das irgendwas Wichtiges oder... anscheinend nicht wirklich. Datei beschädigt. Okay, also das brauchen wir uns dann wohl nicht anzugucken. Kann man hier irgendwie wieder raus? Ich kann mich gerade nicht mal mehr bewegen. Das ist schlecht. Hallo? Hallo? Mit der Maus kann ich mich auch nicht bewegen. Ja, dann würde ich sagen, ich cutte das hier mal raus, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wieder bewegen kann. So, ich kann mich wieder bewegen. Also keine Ahnung, was das jetzt war. Der war hier irre lange am Rödeln und ich konnte nichts mehr machen. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Hm. Ja. Okay. Können wir hier denn noch irgendwas machen? Aus. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt wieder zurückgehen muss, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nicht. Jetzt kann ich übrigens auch wieder rausgehen. Ich hatte gerade schon ein bisschen Panik, dass das jetzt schon wieder hängen würde. Wir können hier nicht wirklich viel machen. Wir sind jetzt extra nach hier gegangen, aber... nicht wirklich was. Da haben wir noch ein Plumpsklo. Okay. Hast du meinen Tee? Oh, hey. Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Ja, eigentlich wollte ich mich mal kurz umsehen, weil da draußen war nämlich jetzt noch ein Punkt, den ich gesehen hatte. Alles hochwertiges Zeug. Okay, das war jetzt kein sehr nützlicher Punkt, den ich gesehen hatte. Was ist das? Das ist nur ein Radio. Mit dir können wir noch reden, oder? Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich... Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem,
Wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Sean war fleißig. Ein Audiofragment, das von einem unbekannten Ort an unsere verschlüsselten Server gesendet wurde. Es wurde nichts gestohlen, nichts zerstört. Es wurde nur diese Datei hier deponiert. Also, was haben wir hier? Eine kryptische Audiodatei, Stimme unbekannt. Darunter liegt ein Signal. Das Signal war ein Code, der uns an einen Ort hier in Neuengland führte. Also haben wir gegraben und wir sind auf Gold gestoßen. Besser gesagt auf Silber. Die geläufigste Währung des Mittelalters. Wir fanden die Grabstätte eines nordischen Kriegers, datiert auf das späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert unserer Zeit. Mehrere Jahrhunderte, bevor dort die ersten Siedlungen entstanden, wenn wir richtig liegen, sind die bahnbrechenden Neuigkeiten. Bleibt nur die Frage, wie sind die Knochen dorthin gekommen und warum? Okay. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Das könnte mir auch passieren. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Das fände ich jetzt übertrieben, aber das kann er natürlich gerne machen, wenn er das möchte. Hallo. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Die 2 Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie 2 Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Ja, ich schätze, dann haben wir quasi alles mehr oder weniger Wissenswerte hier ausgelotet. Was ist mit der Couch? Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Das ist gar keine Couch. Das ist eigentlich ihr neues Zweitbett. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein Nickerchen und betreten den Animus. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich, und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los.